Und ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, was ich euch gerne vorstellen möchte, über die Wiedergeburt Jerusalems, mit dem ich mich schon sehr lange beschäftige. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo ich die Themen auch behandle seit so 5, 6 Jahren. Und immer wenn ich davon mit Geschwistern auch spreche, dann sagen die zu mir, ja, das ist doch aber ein Widerspruch. Dann sage ich, warum? Naja, sagen die Jerusalem kommt wieder im tausendjährigen Reich, wenn Jesus wiedergekommen ist, der Messias wiedergekommen ist, sein Reich aufgerichtet hat, dann kommt Jerusalem wieder ins Spiel. Aber heute sind wir ja wiedergeboren. Jeder Einzelne von uns, wenn er an Jesus glaubt, ist wiedergeboren. Wiedergeburt hat doch nichts mit einer Stadt zu tun. Ja? Selbst wenn es Jerusalem wäre. Dieser Begriff ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Ja? Aber ich möchte mit euch gerne das so ein bisschen entwickeln und wir fangen an zu lesen in der Bibel in einem Kapitel, was ihr alle ganz, ganz gut kennt, nämlich in Johannes 3. Also wer seine Bibel mit hat, der möge die gerne aufschlagen. Aber ihr könnt auch, ich glaube, ich habe es ja auch. Wenn jemand die Bibel möchte, wir haben noch hier stehen, können wir uns gerne auch geben, ja? Ja. Das ist ein Kapitel, was eigentlich meiner Meinung nach sehr stark unterschätzt wird, ja? Obwohl das so bekannt ist. Und ich nehme euch die Pointe vorweg. Ich sage euch kurz, wo ich da hinaus will drauf, weil ihr dann ungefähr wisst, worauf ihr achten müsst, wenn wir das Kapitel lesen. Zu Jesus kommt der Lehrer Israels nachts, vielleicht weil er sich schämt, vielleicht weil er Angst hatte vor seinen Kollegen, um mit Jesus zu sprechen. Und Jesus übernimmt sehr schnell die Gesprächsführung. Ja, Nikodemus beginnt noch und sagt, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gesandt. Ja? Und Jesus sagt zu Nikodemus sinngemäß, du kannst gar nichts wissen, setz dich hin, hör zu. Du bist Theologe. Wie soll ich dir das erklären? Das ist für Theologen besonders schwer, die Bibel zu verstehen. Ja? Also er sagt, das ist wie der Wind, der draußen weht. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Wort Gottes geboren ist. So redet er mit Nikodemus. Und er spricht mit Nikodemus über zwei Themen, die lesen wir gleich, über zwei Themen, nämlich über die Wiedergeburt. Denn er sagt zu Nikodemus, du musst von neuem geboren werden. Und er spricht mit Nikodemus über Golgatha, denn er sagt ja, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden. Ja? Auf dass alle gerettet werden, die an ihn glauben, dass niemand verloren geht. Das sind die beiden Themen, über die Jesus mit Nikodemus spricht. Ja? Um in den Himmel zu kommen, braucht man diese beiden Dinge. Nämlich Golgatha, sonst gibt es keine Sündenvergebung. Aber man muss auch wiedergeboren sein, man muss auch glauben. Ja? Das objektive Heil ist Golgatha. Das macht niemand mehr ungeschehen. Kein Engel und kein Teufel. Golgatha ist Fakt. Golgatha ist wahr. Wir glauben nicht an Geschichtelchen. Wir glauben an Fakten. Ja? Wir glauben an Tatsachen. Warum sollen wir nicht glauben, was wahr ist? Ja? Golgatha kann niemand mehr ungeschehen machen. Es ist vollbracht. Ja? Und dazu kommt der persönliche Glaube, nämlich die persönliche Wiedergeburt, wenn wir glauben an Jesus. Wenn ihr glauben könnt, was in der Bibel steht, dann seid ihr wiedergeboren. So ganz einfach formuliert. Ja? Über die beiden Dinge redet Jesus mit Nikodemus. Und jetzt sehen wir gleich was Spannendes. Für Golgatha gibt Jesus Nikodemus ein Bild aus dem Alten Testament. Ja? Warum gibt er ihm kein Bild aus dem Neuen Testament? Genau, es gab ja noch gar kein Neues Testament. Es gab ja nur den ersten Teil der Bibel. Ja? Für die Wiedergeburt gibt Jesus Nikodemus kein Bild. Aber er tadelt ihn und sagt zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Ja? Wenn aber Golgatha im Alten Testament vorhanden war, ja, da muss die Wiedergeburt ja auch im Alten Testament vorhanden sein, oder? Ich glaube, dass alles, was wir im Neuen Testament haben, schon im Alten Testament drin ist. Wenn wir das Alte Testament mit Gottes Geist lesen, wird es zum Neuen Testament. Ja?
Deswegen sind wir Christen, weil wir im Alten Testament schon Jesus finden. Wo denn? Wenn Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. Okay, also so viel der Vorrede. Jetzt lesen wir mal Johannes 3, die ersten Verse. Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden. Der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach: Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Die haben gesehen, Jesus tut Zeichen und Wunder, das ist mehr als nur ein normaler Lehrer, ein normaler Rabbi. Ja? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus vollkommen überfordert. Wie von Neuem geboren? Ich bin jetzt 50 Jahre alt. Jetzt, wie soll ich denn von Neuem geboren werden? Ja? Vollkommen überfordert. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Zum zweiten Mal geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Weiter in Vers 11. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, so sagt Jesus zu Nikodemus. Oh, Entschuldigung, vielleicht doch, wir müssen doch Vers 10 unbedingt lesen. Das ist der wichtigste Vers in Johannes 3. Ich habe meinen Kindern gesagt, wenn ihr in der Schule im Religionsunterricht seid, dann fragt ihr den Lehrer, was in Johannes 3, Vers 10 steht. Dann sagt der Religionslehrer: Das weiß ich nicht. Und dann sagt er: Da steht, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Ja? Für die, die noch zur Schule gehen. Aber nicht machen, ja, nicht machen, sondern nur schmunzeln drüber. Ja? Okay. Also Jesus sagt dann weiter, Vers 7, lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag solches zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und zeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie würdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen würde? Und niemand fährt gen Himmel, der vom Himmel her niedergekommen ist, nämlich des Menschen Sohn, der im Himmel ist. Und wie Mose, jetzt kommt die Sache mit Mose, jetzt kommt Golgatha, ja? Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Nikodemus hat das damals nicht verstanden, was das heißt. Ja? Er hat nicht verstanden, was Jesus meint, dass Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat. Als Nikodemus unter Golgatha steht und den sterbenden Christus sieht, da sagt er: Jetzt ist er erhöht. Da hat er es verstanden. Es hat lange gedauert, es war gefährlich für ihn. Er hat seinen Job verloren wahrscheinlich, in seine Bibelschule ging niemand mehr, weil er den Wanderprediger und vermeintlichen Ketzer, wie die Rabbiner ihn genannt haben, beerdigt hat. Danach war seine Karriere beendet. Ja? Aber als Jesus auferstanden ist am dritten Tag, da hat er gesagt: Ja, es hat sich gelohnt. Für Jesus zu sein hat sich gelohnt für ihn. Ja? Er hat sich nicht schämen müssen, als der auferstandene Christus kommt. 500 Brüder sehen ihn auf einmal. Viele haben sich schämen müssen, aber Josef von Arimathea und Jesus haben sich nicht schämen müssen. Ja? Ist wichtig für uns heute, auch so in Corona-Zeiten. Die haben alles dran gegeben für Jesus. Ich sage mir das auch oft. Ja? Und es hat sich gelohnt, obwohl ich nicht gerne sage, dass sich etwas lohnt, weil wir machen das ja nicht um Lohn, sondern wir machen das, weil das unser Herr Jesus ist. Ja? Deswegen machen wir das.
Aber wir fragen nicht viel, warum wir das machen. Wir tun das einfach im Glauben. Ja? Aber ihr merkt schon, Jesus redet mit Nikodemus über zwei Dinge, die für Nikodemus damals nicht verständlich waren. Die sind erst später für ihn verständlich geworden. Mose hat in der Wüste, als das Volk Israel gemurrt hat und von Schlangen gebissen wurde, von feurigen Schlangen, da hat Mose in der Wüste einen Stab aufgerichtet und auf diesen Stab hat er, so wie Gott ihm gesagt hat, eine bronzene Schlange drauf gesteckt und alle, die von den Schlangen gebissen wurden, sollten hinschauen auf diese bronzene Schlange und blieben am Leben. Ja? Das ist ein wunderschönes Bild auf Golgatha. Wunderschön. So ist Christus aufgerichtet worden auf dem Kreuz von Golgatha zur Schlange, zur Sünde gemacht für uns. Und alle, die dorthin schauen, glaubend hinschauen, die bleiben leben. Und zwar ewiglich. Ja? Das steht schon im Alten Testament. Also Mose hat es im Alten Testament schon geschrieben. Ein wunderschönes Bild für die Juden, für die Rabbiner bis heute nicht zu erklären. Die haben keine Antwort darauf. Wenn du die fragst, wofür steht denn die Schlange in der Wüste, wissen die keine Antwort. Jesus sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch des Menschensohn erhöht werden. Ein Bild für Golgatha. Das heißt, dass wir Golgatha im Alten Testament schon finden. Wüsstet ihr noch andere Bilder für Golgatha aus dem Alten Testament? Geschichte mit Josef, Isaak, ja, Abraham, Isaak trägt das Opferholz auf den Berg Moria, soll dort geopfert werden, Gott hat es nachher verhindert, ja. Ein klassisches Bild auf Jesus im Alten Testament für Golgatha, ja. Die Opferriten, alles was mit Opfern zu tun hat, verflucht ist, wer am Holze hängt, Paulus Galaterbrief. Was haben wir noch? In Ägypten, beim Auszug von Ägypten, Blut an die Türpfosten gestrichen, ja? Blut auf Holz. Und das Alte Testament ist voll von diesen ganzen Bildern auf Golgatha. Ja? Eigentlich, das ist nicht ganz richtig, was ich sage, eigentlich könnten wir das Neue Testament wegtun und im Alten Testament wäre alles drin. Ja? Wir kennen oft das Alte Testament zu wenig. Ist auch nicht ganz so schlimm. Ja, aber die lehren, wir müssten viel besser uns im Alten Testament auskennen, weil das eine Fundgrube ist von Wort Gottes für uns, fürs Neue Testament. Ja? Ganz, ganz wunderschön. Und wir schauen auch gleich ins Alte Testament. Das Zweite, worüber Jesus mit Nikodemus spricht, er sagt zu ihm, du musst von Neuem geboren werden. Ja? Nikodemus vollkommen überfordert. Stellt euch vor, da sitzt ein 30-jähriger Wanderprediger, in Anführungsstrichen, ja, vielleicht 28. Und Nikodemus, ein gesetzter Mann, ein Herr Professor Dr. Nikodemus von der Bibelschule Theologische Fakultät, ja, der Lehrer Israels. Ja? Also ein relatives Delta. Und der Nikodemus kommt relativ bescheiden zu Jesus und sagt zu ihm, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gesandt. Niemand kann die Dinge tun, die du tust, ja. Und Jesus sagt zu ihm, setz dich hin, wenn du nicht von neuem geboren wirst, kannst du nicht wissen, wer vor dir sitzt, kannst du nicht ins Reich Gottes kommen, du kannst das Reich Gottes nicht mal sehen. Und Nikodemus vollkommen überfordert und sagt, wie soll ich denn wieder von neuem geboren werden, wenn jemand alt ist, wie soll das denn gehen? Und Jesus sagt zu ihm, du bist ein Lehrer oder der Lehrer oder bei mir in der alten Lutherbibel steht, ein Meister Israels und weißt das nicht? Also tadelt er ja Nikodemus, dass er nichts davon weiß. Woher hätte Nikodemus davon wissen können? Aus dem Alten Testament. Also muss im Alten Testament ja die Wiedergeburt auch drin sein, ja? Versteht ihr den Gedankengang? Und wir suchen gleich im Alten Testament danach. Nach Golgatha haben wir gerade schon gesucht und haben so 3, 4, 5 Dinge gefunden. Ich könnte euch noch mehr zeigen, aber ich will jetzt nicht so viel Zeit darauf verlieren, ja? Jetzt machen wir dasselbe mit der Wiedergeburt und gehen auch ins Alte Testament und schauen mal, ob wir die da finden. Ich habe in den letzten 30 Jahren Folgendes gemacht. Ich habe jeden, den ich irgendwo getroffen habe, gefragt, wo steht die Wiedergeburt im Alten Testament? Und alle, also bis auf eine oder zwei Ausnahmen, erzähle ich euch gleich von, haben gesagt in Hesekiel. Warum in Hesekiel? Hesekiel 11 und Hesekiel 37. Dort sagt Gott, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja? Das steht in Hesekiel 37 und auch in Hesekiel 11.
Steht dort von Wiedergeburt? Eigentlich nicht. Ja? Was steht denn dort, wenn wir jetzt genau lesen, die Bibel, wenn wir die genau lesen, was steht denn da? Da steht von Herztransplantation, oder? Ja? Hat Jesus zu Nikodemus gesagt, du brauchst ein neues Herz? Nein. Was hat Jesus gesagt? Er hat zu ihm gesagt, du musst ganz neu geboren werden. Ja? Herz, Lunge, Niere, Beine, Arme, Kopf, alles, ja? Verstand. Der ganze Mensch muss neu geboren werden. Für uns Christen heute ist das Marschgepäck. Das kennen wir. So sind wir groß, so sind wir zum Glauben gekommen. Ja? Aber versetzt euch mal in den Rabbiner Nikodemus vor 2000 Jahren hinein und blendet mal euer ganzes neutestamentliches Wissen aus. Und versetzt euch mal in den Mann rein. Ja? Hesekiel sagt, ich will euch ein neues Herz geben, ich will das steinerne Herz aus euch rausnehmen, ich will euch ein fleischernes Herz geben, ich will euch von meinem Geist geben, dass er in meinen Worten und in meinen Wegen wandelt, sagt Gott. Zu wem? Zu Israel. Da steht von Herztransplantation und von Geistesgabe. Ja? Ich will euch von meinem Geist geben. Wir wissen, selbstverständlich, wer ein neues Herz hat im neutestamentlichen Sinn, wer Gottes Geist hat im neutestamentlichen Sinn, der ist Christ und der ist auch wiedergeboren. Keine Frage. Ja, da habe ich keine Frage dran. Ich frage aber ganz eng, konnte wenn Jesus zu Nikodemus gesagt hätte, Nikodemus, du musst ein neues Herz haben und einen neuen Geist, dann wäre Nikodemus Hesekiel 100% eingefallen. Warum? Weil der das Alte Testament auswendig kannte. Das war der Lehrer Israels. Die Juden lernen ab 12 Jahren in der Yeshiva die Texte des Alten Testaments auswendig. Da sind die uns voraus. Und der Lehrer Israels kannte garantiert das ganze Alte Testament, den ganzen Tanach, auswendig. Und wenn Jesus zu ihm gesagt hätte, Nikodemus, du brauchst ein neues Herz und einen neuen Geist, dann hätte Nikodemus gesagt, ha, weiß ich, Hesekiel 11, Hesekiel 37, da steht geschrieben und dann fängt er in Hebräisch an. Das tut Jesus aber gar nicht. Merkt ihr das? Jesus macht was anderes. Was macht Jesus denn? Jesus überfordert Nikodemus. Und zwar absichtlich. Nikodemus kommt und sagt, wir wissen, du bist. Und Jesus sagt, du weißt nichts. Setz dich, hör zu. Siehst du den Wind? Ja, so läuft dieses Gespräch ab. Und Jesus sagt nicht zu Nikodemus, du brauchst ein neues Herz und du brauchst einen neuen Geist, sondern er sagt, du musst ganz von Neuem geboren werden. Ja? Also würde die beiden Hesekiel-Stellen, obwohl ich die akzeptieren würde, wenn jemand sagt, da steht davon, dass jemand zum Glauben kommt, wer zum Glauben kommt, bekommt ein neues Herz und bekommt einen neuen Geist. Einverstanden, keine Frage. Aber für mich bleibt die Frage offen, wo stehen denn Bibelstellen im Alten Testament, die von Wiedergeburt sprechen und wonach sollen wir dort suchen und was finden wir dann? Ja? Eben haben wir nach Golgatha im Alten Testament gesucht und ihr habt mir auch einige Beispiele genannt aus dem Alten Testament. Ja? Das dürft ihr nur hier tun. Wenn ihr das in einer Synagoge tut, fliegt ihr hochkant raus. Ja? Denn die glauben das nicht, was ihr gerade gesagt habt. Die glauben nicht, dass Christus, die Kreuzigung Christi ein Bild war oder die Erfüllung war dieses Bildes von der erhöhten Schlange in der Wüste. Das glauben die nicht, das dürft ihr nicht sagen. Ja? Aber wir wissen, dass das wahr ist. Warum? Weil wir Christen sind, weil Gott uns die Augen dafür geöffnet hat. Ja? Wir haben also im Alten Testament Bilder gefunden auf Golgatha. Die Bilder sind Gleichnisse, ja? Übertragungen, Typologien, sagt man dazu. Ja? Wenn wir eine Konkordanz genommen hätten und hätten Golgatha, nehmen das Wort Golgatha oder Kreuz von Golgatha und würden danach im Alten Testament suchen, was würden wir finden? Nichts. Ja?
weil es wörtlich im Alten Testament nicht drinsteht, sondern es sind Typologien, es sind Bilder, es sind Gleichnisse, aber die so deutlich sind, dass wir davon Golgatha ablesen können. Wer sagt das? Jesus sagt das. Wo? In Johannes 3. Wenn er sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch des Menschensohn erhöht werden. Ja? Als und muss zur Sünde werden auf Golgatha. Und alle, die auf ihn schauen, bleiben am Leben, sagt Jesus ja. Ja? Versteht ihr den Gedanken? Das muss ein bisschen klar sein, weil jetzt geben wir ein bisschen Gas, jetzt gehen wir ins Alte Testament und schauen uns ein paar Stellen an. Und dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen, wenn wir im Alten Testament nach solchen Bibelstellen suchen. Und dann möchte ich euch bitten, wer eine Bibel hat, aufzuschlagen, 2. Könige 19. In 2. Könige 19 ist die Begebenheit beschrieben, wo 185.000 assyrische Soldaten die Stadt Jerusalem belagern. Im Jahr 733 vor Christus. Das ist der Beginn der Militärgeschichtsschreibung. Seit der Zeit werden jede Schlachten, jeder Krieg, auch der gerade der unten in der Ukraine läuft und auch in alle anderen Kriege, werden minutiös mitgeschrieben, damit man aus den Kriegen lernt für zukünftige. Das war der Anfang der Militärgeschichtsschreibung, sagt die profane Geschichtsschreibung. Ja? In der Stadt drin waren Hiskia und seine Leute, sein Hofmeister Eliakim und der Schreiber Schebna, die sind dort eingeschlossen gewesen. Und vor der Stadt steht der Rabschake, der assyrische Feldherr, und sagt, gebt auf, morgen seid ihr alle tot. Ich bringe euch alle um. Ja, der sagt noch schlimmere Sachen, die will ich jetzt nicht vorlesen. Ich möchte euch nur kurz den Zusammenhang zeigen. Und dann geht der Hiskia, ein relativ junger König, der geht dann in den Tempel und legt die Dinge Gott vor. Und sagt, Herr, das ist ein Tag der Not, des Scheltens und des Lästerns. Warum? Weil vor der Tür dieser assyrische Feldherr steht und sagt, kommt, nehmt eine Wette an mit mir, ob ihr 4.000 Reiter habt. Ich gebe euch 4.000 Pferde. Ja? Hiskia hat den Leuten auf der Mauer gesagt, redet nicht mit dem Mann, redet nicht mit dem Rabschake. Der wollte Informationen aus denen rausziehen. Der hat versucht, Unfrieden in Jerusalem zu stiften. Der hat gesagt, Hiskia verführt euch. Der hat gesagt, Gott ist gar nicht mehr bei euch. Ich bin Gott. Gott hat mich geschickt. Ich bin im Auftrag Gottes hier. Gott hat euch längst verlassen, weil euer Hiskia nämlich gesagt hat, ihr sollt diese Höhengötzendienste abschaffen. Ich bin in Gottes Auftrag hier. Das war die Situation. Und dann sagen die Leute auf der Mauer, sagen zu dem Rabschake, rede nicht mit uns auf Jüdisch, sondern rede mit uns auf Syrisch, wir verstehen das. Und dann steht er auf, ja, der ist mit seinen Offizieren, mit großen Gepränge, Kampfelefanten, stellt euch vor, 185.000 Leute marschieren nach Jerusalem rauf. Das war eine riesen Staubwolke, die hören die Trommeln rum, 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 rum. Dann marschieren die Soldaten auf mit den Kampfelefanten, alles erfahren Leute und rums, stehen die vor der Stadt. Großes Gepränge steht in der Bibel, groß. Und er sitzt auf seinem Thron und ruft diese nervenzerfetzende Rede nach Jerusalem rein und sagt, ihr habt nichts, ihr seid nichts, ihr seid allein, Gott ist nicht mehr bei euch. Ja? Und dann sagen die Leute auf der Mauer zu dem Rabschaken, rede mit uns auf Syrisch, nicht auf Hebräisch, du machst uns ja die ganzen Leute durcheinander hier. Und dann steht er auf und sagt, hat mich denn der Herr nur zu euch geschickt und nicht auch zu den Leuten auf der Mauer? Morgen werdet ihr eure Exkremente essen. Ich will nicht alles erzählen, was der sagt. Das ist eine Nervenzerfetzung, das ist psychologische Kriegsführung, was der macht. Die Tochter Zion wird belagert, ja, von den Assyrern. Eine ganz bekannte und eine dramatische Stelle im Alten Testament über die Geschichte Jerusalems. Und dann passiert was Seltsames, und das möchte ich euch gerne vorlesen. Als der König Hiskia das hörte, nämlich die Rede von dem Rabschaken, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Das ist immer gut. Ja? Er geht zu seinem Gott. Und er sandte den Hofmeister Eliakim und den Schreiber Schebna samt den Ältesten der Priester mit Säcken angetan zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amoz. Und sie sprachen zu ihm, so sagt Hiskia, das ist ein Tag der Not, des Scheltens und des Lästerns. Die Kinder sind gekommen,
an die Geburt, ja, des alten Luther, das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach, wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Macht das Sinn für euch? Für mich macht das keinen Sinn. Wenn Hiskia gebetet hätte im Tempel und gesagt hätte, Herr, hilf uns, morgen sind wir alle tot. Das hätte ich verstanden. Ja? Herr, du bist der Gott des Krieges. Herr Zebaoth, ja? Alle Völker sind dir untertan. Dein Volk leidet Not. Deine heilige Stadt ist in großer Not. Hilf uns. Schick deine Engel vom Himmel. Das hätte ich verstehen können. Was ich nicht verstehe, ist, dass Hiskia sagt, wir haben ein Problem, als ob Kinder geboren werden könnten, aber können nicht geboren werden. Das verstehe ich nicht. Das ist so seltsam, dass man über diesen Vers stolpern muss. Ja? Vielleicht hat man nicht sofort die Antwort, aber man sagt, Hiskia, was betest du denn da? Wieso ist denn dein Problem, dass Kinder nicht geboren werden können? Wo du damit rechnen musst, dass du morgen gar nicht mehr am Leben bist. Ja? Was vielleicht die beste Variante gewesen war. Manchmal haben die dafür gesorgt, dass ihre Leute noch relativ lange am Leben waren, bis sie dann starben. Ja? Das war eine ganz grausame Situation. Könnt ihr das verstehen? Ich kann das nicht verstehen. Ich habe einen Rabbiner gefragt. Ich war auf einer Immobilienmesse in Südfrankreich und habe einen Rabbiner nach der Bibelstelle gefragt. Da sagt er, ich praktiziere nicht. Also ich bin kein praktizierender Rabbiner, sagt er. Ja. Der kannte die Stelle gut, aber der wusste auch keine Antwort darauf. Was ich euch zeigen möchte ist, und wir kommen gleich nochmal auf diese Stelle zurück, dass wir im Alten Testament Bilder haben darauf, dass die Tochter Zion belagert wird von den Assyrern, von den Babyloniern und noch ein drittes Mal. Spielt jetzt keine Rolle. Und jedes Mal, wenn Jerusalem belagert wurde, sprechen die Könige oder auch die Propheten, wie der Jeremia, sprechen davon, dass die in Jerusalem eingeschlossenen und die Angst haben davor, vor dieser Belagerung, dass das ist, als ob die Tochter Zion in Wehen kommt. Ja? Die Tochter Zion kommt in Wehen. Immer finden wir dieses Bild im Alten Testament, wenn Jerusalem belagert wurde. Ja? Wir suchen ja eigentlich nach einem Bild, wo die Wiedergeburt im Alten Testament steht. Ja? Das ist ja der Gedanke, den wir haben. Und jetzt haben wir so eine komische Stelle hier gefunden, die ich euch gerne zeigen wollte. Und wir sehen gleich noch andere Stellen davon, die davon sprechen, dass da irgendwie Kinder geboren werden sollen. Aber es ist keine Kraft da, um sie zu gebären. Das ist seltsam. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Da haben wir drüber gesprochen. Die beiden Dinge, über die Jesus mit Nikodemus sprach, war die Wiedergeburt und die Kreuzigung. Für das Kreuz von Golgatha gibt Jesus Nikodemus ein Bild, nämlich die eherne Schlange. Aber für die Wiedergeburt gibt er ihm und uns kein alttestamentliches Bild. Jesus belässt das bis heute ein Geheimnis. Ja? Das ist ja 2000 Jahre ein Geheimnis gewesen, weil das nicht beantwortet wird. Dennoch tadelt Jesus den Nikodemus mit den Worten, dass er speziell in seiner Eigenschaft als Lehrer beziehungsweise sogar als der Lehrer Israels nichts von der Wiedergeburt wisse. Woher hätte Nikodemus davon wissen müssen? Aus dem Alten Testament. Müssten wir Christen nicht dann auch aus dem Alten Testament wissen, wo die Wiedergeburt ist? Ja, aber natürlich. Warum? Weil das heilsnotwendig ist. Ja? Die Kenntnis über die Wiedergeburt, wiedergeboren zu sein, ist heilsnotwendig. Und da fehlt uns dieser Blick aus dem Alten Testament. Das ist Johannes 3, Vers 10, ihr wisst das noch, ja? Die Schüler haben das sich gemerkt bestimmt eben. Ja? Ja? Bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Woher hätte Nikodemus von Golgatha wissen können? Naja, zum Beispiel hierher. Wenn Isaak das Brandopferholz auf den Berg Moria trägt, wenn er beim Auszug Israels aus Ägypten Blut an die Türpfosten gestrichen wird, wenn der Priester seine Hand auf den Kopf des Ziegenbocks legt, um die Sünde des Volks auf ihn zu übertragen, ja? Wenn im Alten und im Neuen Testament steht, dass verflucht ist, wer am Holz hängt, Christus wurde ein Fluch für uns. Das sind alles Stellen aus dem Alten Testament auf Jesus. Darf man nur hier sagen, nicht in der Synagoge. Ja? Aber so dürfen wir das Alte Testament lesen. Wenn all die Opfervorschriften erwähnt werden, wo Blut vergossen wird zur Vergebung von Schuld, ja, das ist alles Bild auf Golgatha. Wenn Mose zur Rettung Israels die eherne Schlange erhöht, wer sagt es? Naja, Jesus. Ja?
Ganz viele Bilder für Golgatha im Alten Testament. Und genau dasselbe machen wir jetzt mit der Wiedergeburt und sagen, wo steht denn die Wiedergeburt im Alten Testament? Bei Hesekiel haben wir nichts Richtiges gefunden. Da war nur von Herztransplantation die Rede. Ja? Aber bei Hiskia haben wir zum ersten Mal was ganz Seltsames gefunden, wo wir sagen, Hiskia spricht davon, dass Kinder nicht geboren werden können. Und es passt für uns gedanklich noch nicht richtig zusammen. Ja? Wo und vor allem, wie finden wir die Wiedergeburt im Alten Testament? Das ist Hesekiel 11. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Hesekiel 11 und dieselbe Formulierung auch nochmal in Hesekiel, habe ich die schon gezeigt? Nee. Dieselbe nochmal in Hesekiel 37, aber da geht es um Herztransplantation. Ja? Nicht um Wiedergeburt. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir uns auf den Weg. Hätte Jesus zu Nikodemus gesagt, du musst ein neues Herz haben, dann hätte Nikodemus vielleicht an Hesekiel gedacht. Ich glaube, dass er bestimmt an Hesekiel gedacht hätte. Ja? Das war ein hochintelligenter Mann. Jesus tut das aber gar nicht. Er sagt zu ihm, du musst ganz von Neuem geboren werden. Warum? Warum macht Jesus das? Um Nikodemus zu überfordern. Nikodemus kommt und sagt, wir wissen. Jesus sagt, du weißt nichts. Wenn du Lehrer Israel bist, dann lass uns reden über mein Wort. Dann lass uns reden über das Wort Gottes. Ja? Und dann nimmt er Nikodemus ran und uns auch. Ja? Das sind Bibelstellen und ich zeige euch noch ein paar Bibelstellen aus dem Alten Testament, die auch davon sprechen, dass die Tochter Zion in Geburtswehen kommt. Ja? Wer eine Bibel hat, kann gerne auch mit aufschlagen, Jeremia 4, Vers 15 folgende. Jeremia ist voll von solchen Bibelstellen. Ich zeige euch nur eine Auswahl, also ich könnte euch 20, 25 Stellen davon zeigen. Und ich glaube, wenn ihr mal den gedanklichen Ansatz habt in eurer eigenen Bibellese, werdet ihr immer öfter auf diese Themen auch stoßen. Ja? Jesaja 4 von Vers 15. Horch, es kommt ein Geschrei von Dan her, von Norden, und eine böse Botschaft vom Gebirge Ephraim. Sagt allen Völkern, verkündet in Jerusalem, Belagerer kommen aus fernen Landen und erheben Kriegsgeschrei gegen die Städte Judas. Nicht ganz Israel, nur Juda. Hier ist die babylonische Gefangenschaft die Rede. Ja? Also 605 vor Christus. Belagerer kommen aus fernen Landen und erheben Kriegsgeschrei gegen die Städte Judas. Sie werden sich um Jerusalem herlagern, wie die Wächter auf dem Felde. Denn es hat mich erzürnt, spricht der Herr. Und dann weiter, ich muss was gucken, wo ist denn der Vers? Das ist, glaube ich, Vers 31, Jeremia 4, 31. Denn ich höre ein Geschrei wie von einer Gebärenden. Angstrufe wie von einer, die in ersten Kindsnöten ist. Ein Geschrei der Tochter Zion, die da keucht und die Hände ausbreitet. Ach, weh mir, ich muss schier vergehen vor den Bürgern. Was sagt das? Das vergleicht die Belagerung Jerusalems durch die Babylonier, als ob eine Frau Wehen hat. Ja? Die Tochter Zion kommt in Wehen. Wodurch denn? Dadurch, dass Jerusalem belagert wird. Und zwar bei Hiskia haben wir das schon gesehen. Und jetzt sehen wir das bei Jeremia auch. Und auch hier vergleicht er Jerusalem wie eine Gebärende. Angstrufe wie einer, die in Kindsnöten ist, die Wehen hat. Das ist erstaunlich. Als ob Jerusalem wiedergeboren wird. War das nicht der Titel von dem, was ich euch gezeigt habe eben? Ich mache mal hier einen kurzen Schnitt. Ich erzähle euch einfach, was ich vorhabe. Ich glaube, dass in der letzten Zeit Jerusalem nochmal angegriffen werden wird. Die heutige Stadt Jerusalem. Und dass diese Stadt Jerusalem isoliert werden wird, politisch isoliert werden wird. Und dass diese Stadt nochmal belagert werden wird und dass die verbleibenden Juden, und das werden nicht viele sein in Jerusalem, dass die dann zu Jesus schreien, zu Gott schreien und Gott seinen Geist nochmal auf diese
Stadt Jerusalem ausgießt. Ich habe beim Mittagessen gehört, wie sagt ihr, zweiter, Waldemar, wie hast du gesagt? Spätregen, ja, das ist sowas in der Richtung, ja. Dass die Tochter Zion nochmal in Wehen kommt und dass die ganze Stadt Jerusalem an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus findet. Ja? Denn wir finden im Alten Testament, das ist jetzt Babylon, eben haben wir Assyrien gelesen, es gibt noch eine dritte im Syro-Ephraimitischen Krieg, will ich jetzt aber nicht im Einzelnen drauf eingehen, gibt es noch mal eine dritte Art der Belagerung, die auch wieder mit Geburt und Geburtswehen zu tun hat. Die kennt ihr auch alle. Siehe, die Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Ja, kennt ihr die Stelle? Ja, Jesaja 7,14. Wisst ihr, wann das gesagt wurde? Als Jerusalem belagert wurde im Syro-Ephraimitischen Krieg, da war Syrien und Ephraim, der Norden Israels, hat gegen Jerusalem gekämpft und hat Jerusalem belagert. Und Jerusalem hat gezittert wie Espenlaub. Ja, und der König Ahas darin hatte Angst. Und Jesaja geht zu ihm und sagt, du darfst dir ein Zeichen wünschen, die Stadt wird nicht erobert. Und er sagt, oh, ich wünsche mir lieber kein Zeichen. Und dann sagt der Jesaja, reicht es euch nicht, Menschen zu langweilen, müsst ihr auch meinen Gott langweilen, ja? Der Herr selber wird euch ein Zeichen, ja, das sagt er wirklich, ja, der ist böse über den Ahas, ja? Da hätte der Ahas sagen können, ich wünsche, der Jesaja sagt zu ihm, du darfst dir ein Zeichen wünschen, das kann drunten in der Hölle oder droben im Himmel sein. Egal, welches Zeichen du dir wünschst, Gott wird es dir geben. Warum sagt er das? Weil diese Situation, die dort beschrieben wird, so wichtig ist für die Endzeit, dass Gott dem Ahas jedes Zeichen gegeben hätte. Deswegen sagt Jesaja, wünsch dir ein Zeichen. Es kann drunten in der Tiefe sein oder droben in der Höhe. Ich gebe es dir. Ja? Weil das, was wir dort lesen, redet von der Wiedergeburt Jerusalems. Jetzt zum dritten Mal. Und spricht davon, dass die Tochter Zion in Wehen kommt und gebären wird. Wann denn? In der letzten Endzeit, in der 70. Jahrwoche. Hat Jerusalem schon mal Geistesausgießung erlebt? Ja, zu Pfingsten. Ja? War Jerusalem da belagert? Nein. War da Frieden? Ja, die Römer waren im Land, aber es gab keinen Krieg. Ja? Ja, das würde ja bedeuten, dass die Tochter Zion geboren hat, ohne Wehen gehabt zu haben. Ja. Ja, wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Kann auch ein Land, du hörst, ja? Jesaja 66, kann auch ein Land oder eine Stadt oder ein Volk auf einmal geboren werden? So hat aber doch Zion schon geboren, ohne Wehen gehabt zu haben. Wann denn? Zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Hört ihr das? Das ist Prophetie im Alten Testament. Wann hat die Tochter geboren, ohne Wehen gehabt zu haben? Zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Ja? Warum? Naja, weil Jerusalem nicht belagert war. Aber in der letzten Zeit, in der Endzeit, wird sich das alles nochmal wiederholen. Was ist denn dazu notwendig? Dass Israel existiert. Existiert Israel heute? Ja. Existiert Jerusalem? Ja. Könnte Jerusalem heute belagert werden? Ja. Was wäre denn notwendig dafür, dass Jerusalem wiedergeboren werden könnte? Naja, Gottes Geist muss ausgegossen sein. Ist Gottes Geist ausgegossen? Ja. Wie lange denn? Naja, seit 2000 Jahren. Das würde heißen, wenn Jerusalem nächstes oder übernächstes Jahr belagert werden würde, von den Syrern oder von den Babyloniern, wer auch immer, da unten ist ja viel im Moment in Bewegung, dann könnte die Stadt Jerusalem eingekesselt werden, dann käme die Tochter Zion in Wehen, dann würden die ihren Gott anrufen, der auch unser Gott ist, und er würde seinen Geist auf diese Tochter Zion ausgießen, dann wäre sie in Wehen gekommen und hätte geboren. Dann würde aber doch Jerusalem zur Gemeinde Jesu dazugehören. Ja, natürlich. So wie wir? Ja. Noch mehr als wir. Wir sind nur Gnadenwahl. Wir sind Unbeschnittene. Gott hat uns aus Gnade mit dazugenommen. Das ist ein großes Vorrecht. Aber denen gehört die Verheißung. Versteht ihr das? Davon reden diese Bibelstellen. Das würde ja bedeuten, dass Jerusalem noch wiedergeboren würde und dass Gemeinde Jesu erst dann vollständig ist. Genau.
Wäre das ein Endzeitzeichen, wenn Jerusalem zum Glauben an Jesus kommt? Ja, aber unbedingt. Ja? Aber dann müssten sie ja an Jesus glauben. Ja. Christus. Bitte? Dann müssten sie an Jesus Christus glauben und erkennen. Ja. Und beispielsweise ja auch sein Kreuz und akzeptieren. Ja. Und daran glauben. Ja. Das kommt. Das kommt. Ja. Versteht ihr den Gedanken? Wenn ihr jetzt einmal gedanklich ganz an den Anfang geht, die Wiedergeburt Jerusalems, versteht ihr das dann ein bisschen mehr? Wisst ihr, dass wir nicht in Offenbarung gelesen haben oder Matthäus 24 oder Daniel? Ja? Sondern wir haben etwas Heilsnotwendiges besprochen. Ja? Etwas Zentrales im Glauben, nämlich Golgatha. Über Golgatha haben wir gesprochen, über die Wiedergeburt. Und wir haben Johannes 3 gelesen. Und wir haben in Johannes 3 in diesem Kapitel etwas gefunden, wo so viele Pfade schon ausgetreten sind und plötzlich finden wir da etwas in diesem Kapitel und man muss zu den Füßen Jesu anfangen. Ja? Es hilft nichts rumzuspekulieren in der Offenbarung oder es hilft nicht mal viele Bücher zu lesen. Man muss Jesus bitten um Licht. Und wir haben zu den Füßen Jesu gesessen und haben genau zugehört, was Jesus sagt. Das ist wichtig. Ja? Wir haben genau hingehört. Und jetzt wisst ihr mehr als Nikodemus. Ja? Das heißt, wir haben im Alten Testament nach Bibelstellen gesucht für Golgatha und da habt ihr gar kein Problem mit gehabt. Zu Recht. Das ist christliches Marschgepäck. Das kennen wir alle. Das ist unser christlicher Glaube. Ja? Und dann haben wir mit der Wiedergeburt gar nichts anderes gemacht. Wir haben nach Bildern für die Wiedergeburt gesucht und haben so die ersten zwei haben wir mal gefunden. Ja? Hiskia, Jeremia. Jeremia gibt es noch weitere Stellen. Jeremia 30, Vers 6. Da wird es noch erstaunlicher. Jetzt spricht Jeremia davon, dass Männer Wehen kriegen. Das ist fast ein sehr modernes Thema heute. Ja, heute spinnen ja alle. Ja? Heute sind ja alle, heute ist ja Diabolos, was wir erleben, oder? Es wird ja alles durcheinander geworfen. Also gut, okay. Also je älter ich werde, desto altmodischer werde ich ja auch. Ja? Aber das ist so eine ganz, da muss man stolpern drüber über den Vers. Während der Belagerung sagt Jeremia, forschet doch und sehet, ob Männer gebären. Von mir Statement, no, nein, geht nicht. Ja, egal, was die im ZDF und der ARD sagen. Ja, und ihr wisst es ja auch. Ja. Männer können nicht, aber das steht in der Bibel. Überlegt euch die Zeiten, wie die damals waren. Forscht doch und seht, ob Männer gebären. Aber wie kommt es denn, dass ich sehe, wie alle Männer ihre Hände an die Hüften halten, wie Frauen in Kindsnöten, in Wehen. Odinai heißt es im Griechischen, Geburtswehen. Der Jeremia sagt, und alle Angesichter so bleich sind. Ja? Das heißt also hier in Jeremia 30, Vers 6, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr das ganze Kapitel auch mal lesen, ist schon wieder die Rede davon, dass die eingeschlossenen Männer in Jerusalem so sind, als ob die Tochter Zion in Schwangerschaft ist, die in Wehen kommt und kurz davor ist, geboren zu werden. Ja? Kann man das verstehen? Das ist schon wieder in Verbindung mit der Belagerung der Stadt Jerusalem. Micha 4, Vers 9. Warum schreist du denn jetzt so laut? In Klammern Jerusalem. Warum schreist du jetzt so laut? Ist der König nicht bei dir? Oder sind deine Ratgeber alle hinweg? Dass dich also das Weh angekommen ist wie eine in Kindsnöten. Schon wieder Jerusalem belagert. Die Ratgeber sind weg. Die Stadt ist in Not. Es geht dir Zion. Dir geht es, als ob du schwanger und in Wehen bist. Als ob du wiedergeboren werden würdest. Ja? Leide doch solch Weh und Kreise. Also das kommt von Kreissaal. Kreissaal hat nichts damit zu tun, dass der Saal rund ist. Habe ich aber auch erst lernen müssen. Ja? Sondern Kreisen ist das alte Wort für Schreien wohl. Ja? Also wo geboren wird in diesem Kreissaal. Ja? Weil die Frauen dann halt bei der Geburt auch Schmerzen haben. Ja? Leide doch Zion, leide doch solch Weh und Kreise, du Tochter Zion, wie eine in Kindsnöten. Zion ist in Kindsnöten. Jetzt ist die Frage, wenn Zion in Kindsnöte kommt, wenn die Stadt Jerusalem in Wehen kommt, gebiert sie auch? Ah ja, natürlich. Wissen wir davon? Ja, ihr alle. Wann hat denn Jerusalem geboren? Zu Pfingsten vor 2000 Jahren, da gab es zum ersten Mal Wiedergeburt. Da hat die Tochter Zion geboren. Ja, im prophetischen Bild, ohne belagert zu sein, steht in Jesaja 66. Aber es stehen noch einmal Wehen aus. Wer sagt es? Jesus. Wo denn? In den Endzeitreden.
wenn ihr das alles hören werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten und teure Zeit und Seuchen und Erdbeben hin und wieder, das alles ist der Anfang der Wehen. Der Anfang der Wehen. Warum? Weil die Stadt Jerusalem nochmal belagert wird und nochmal in Wehen kommt und dann Wiedergeburt erlebt in der Endzeit. Jetzt sind wir, ja? Könnte man diese Zeit zu unserer Zeit, zu dieser Schriftstelle beziehen? Ja, unbedingt. Unbedingt, ja. Das ist eine gute Frage. Ja, gute Anmerkung. Also das kann man unbedingt, warum? Weil wir die Generation sind, die sehen, dass Jerusalem wieder existiert. Dass unsere Väter wussten, unsere Väter haben noch gefragt, wird Israel mal wieder als Staat existieren? Wir sehen das. Wir sind die Generation, die das sehen. Ja? Ja? Die Frage nochmal wiederholen. Sag du sie bitte nochmal an. Also ob man diese Schriftstelle, was du jetzt gerade genannt hast, zu unserer Zeit auch passt. Ja, ob die Schriftstelle aus Matthäus 24, dass Jesus sagt, das alles ist der Anfang der Wehen, ja, ob das zu unserer Zeit passt. Kriegsgeschrei und. Ja. Das passt zu unserer Zeit, ja. Das hat immer schon Kriegsgeschrei gegeben, der Nahe Osten war immer unruhig, auch Israel war immer in großer Not. Ich bin auch sehr vorsichtig damit zu sagen, dass morgen die Entrückung wäre. Jesus sagt, wenn ihr das alles seht, fasst eure Seelen in Geduld. Das Ende ist noch nicht so schnell da. Das sagt Jesus, ja? Wir haben so eine Amazon-Einstellung. Heute bestellt, morgen geliefert, ja? Ja? Das ist uns, ja, wir haben keine Geduld mehr. Aber Jesus sagt, hab Geduld. eBay, 3, 2, 1, deins, ja? Die Entrückung ist da, ja? Und das ist nicht so, ja? Sondern die biblischen Zeiträume sind länger. Und Jesus sagt, fasst eure Seelen in Geduld, ja? Day by day. Und wir gehen den Weg mit Jesus und wir gehen den zuversichtlich und warten auf die Zeichen. Aber versteht ihr, das ist ein Endzeitzeichen, wovon wir reden. Aber Moment mal, wir haben doch Johannes 3 gelesen. Wie kommen wir denn plötzlich jetzt in prophetische Endzeit? Wir haben doch nur über Golgatha und über die Wiedergeburt gesprochen, oder? Wir haben doch nichts über die Offenbarung gemacht, nö. Ja, kommen wir jetzt plötzlich in Matthäus 24er, ja? Kommen wir jetzt in unsere Zeit, ja? Warum? Weil das Wort Gottes öffnet sich. Die Bibel lebt, das ist lebendig, das redet, das bewegt sich. Gottes Wort bewegt sich. Wisst ihr, was das heißt? Nicht Corona ist ein Endzeitzeichen. Manchmal denke ich auch ein bisschen, ja. Aber das macht mich wach. Das bewegt mich Tag und Nacht, kann ich euch sagen. Und meine Frau am Frühstückstisch, ja, die muss das immer aushalten. Dann komme ich morgens runter und sage, Anja, ich habe was gelesen heute Nacht, ja. Kannst du, ja, und die kennt sich gut aus in der Bibel und dann unterhalten wir uns über, könnt ihr euch das vorstellen? Beim Frühstück über so Sachen. Und die ist mir sehr hilfreich, ja, also, weil die kennt sich gut aus. Und dann im Gespräch entwickelt sich vieles dann auch. Ja? Das heißt also, wir haben jetzt schon Micha, Jeremia zwei Stellen, 2. Könige 19. Wir haben Jesus zitiert, Matthäus 24. Ja? Und wir haben, ich könnte euch auch viele weitere Stellen noch aus dem Alten Testament zeigen. Ich erwähne auch gleich vielleicht noch ein paar, die er versteht dann plötzlich. Und die haben alle damit zu tun, also immer wenn Jerusalem belagert wurde von den Assyrern, von den Babyloniern und im Syro-Ephraimitischen Krieg, haben die Propheten und Könige immer davon geweissagt, dass die Tochter Zion in Wehen kommt. Das war ein Satz, den habe ich euch vor 30 Minuten schon mal gesagt. Ja? Erinnert ihr euch? Aber ihr hört den jetzt ganz anders. Ja? Ihr versteht es ganz anders. Und ich zeige euch jetzt auch gleich noch was anderes, dass nämlich auch diese Stelle in 2. Könige 19 auch dazu gehört. So sagt Hiskia, das ist ein Tag der Not, bei mir in der alten Luther steht, der Not des Scheltens und des Lästerns. Ich habe die 12er Luther noch, ja? Ist gut so, ne? Ja, ich bin da auch, ich finde das auch, dass es gut ist, ja? Ich habe den Text genommen, weil viele lesen halt modernere Luther, aber ich bin in der alten Luther zu Hause und ich mag die auch, ja? So sagt Hiskia, das ist ein Tag, das sagt er, während die Belagerung da ist, das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach, wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Das, was wir hier sehen, im Jahr 733 vor Christus, Belagerung Jerusalems durch die Assyrer, wird sich eins zu eins in der Endzeit wiederholen. Wird dann Kraft da sein, zu gebären? Ja. Warum? Weil der Geist Gottes ausgegossen ist. Ja? Wann wurde denn der Geist Gottes ausgegossen? Vor 2000 Jahren. War der Geist Gottes bei Hiskia schon ausgegossen? War dann Kraft da zu gebären? Versteht ihr das? Versteht ihr das? Das ist hochexakt. Das ist Gottes Wort.
Jetzt könnt ihr das, was am Anfang für uns so unverständlich war, ihr könnt es jetzt sehen, der wird dreidimensional, der Vers, man kann den anschauen. Hiskia wird belagert, das ist eine große Endzeitschlacht, die dort gezeigt wird, ja, in 2. Könige 19. Und das wird wiederkommen über dieses Volk Israel da unten. Warum? Weil sie den Sohn Gottes nicht wollten. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Hiskia sagt, jetzt ist die Situation so, wie sie in der Endzeit wieder sein wird. Und die Kinder sind da, die könnten jetzt zur Geburt, zur Wiedergeburt kommen, aber es ist keine Kraft da. Versteht ihr die Worte von Hiskia jetzt? Ist das nicht herrlich? Ich finde das wunderschön. Jetzt wissen wir mehr als der Rabbiner, den ich gefragt habe. Jetzt wisst ihr mehr als der Nikodemus. Es kommt nicht aufs Wissen an, ja? Aber es kommt darauf an, dass unser Glaube auf dem Wort beruht, ja? Was meinst du auch, hat er verstanden, was er da gesprochen hat? Das weiß ich nicht genau. Der Petrus sagt ja, dass die, dass die Propheten gesprochen haben, sie wussten nicht, auf welcherlei Zeit und sie deuteten, ja? Ich weiß es nicht genau. Aber jetzt überlegt mal, wenn ihr jetzt Jesaja, die dritte Belagerung dann noch, die wir hatten im Syro-Ephraimitischen Krieg, Jesaja 7, Vers 14. Israel ist zerbrochen damals in einen Norden und einen Süden. Ephraim und Juda, ja? Kennt ihr alles. Im Übrigen, das wird wiederkommen. Der moderne Staat Israel wird wieder zerbrechen. In zwei Teile. Das können wir uns noch kaum vorstellen, aber die Propheten Joel sagt das, Zacharia sagt das. Aber ist nochmal ein anderes Thema, nur für euch mal für den Hinterkopf. Ja? Weil sich die Bibel 100% 1:1 erfüllen muss. Das Wort Gottes wird 1:1 kommen und wir dürfen uns darauf verlassen. Ja? Und als Syrien eine Koalition mit dem Norden Israels, mit Ephraim eingeht, entsteht ein syro-ephraimitischer Bund und der zieht nach Süden, um Juda anzugreifen und speziell Jerusalem. Und die in Jerusalem Eingeschlossenen bekommen Angst und Gott gibt ihnen ein Zeichen, dass Jerusalem nicht erobert wird und sagt, siehe, die Jungfrau schwanger, heißt es im Hebräischen, Ha-Alma, die junge Frau schwanger, so heißt es eigentlich. Kommen wir vielleicht nochmal drauf, wenn es euch interessiert. Welche junge Frau wird schwanger? Zion. Und wird gebären. Einen Immanuel. Schon wieder geht es um Geburt in Verbindung mit der Belagerung Jerusalems. Ja? Also ihr seht, es wird ganz, ganz häufig genannt und auch das Neue Testament kennt solche Bibelstellen, die kennt ihr auch und man kann die jetzt vielleicht in der persönlichen Bibellese in Verbindung bringen. Auch Jesus hat in seiner Endzeitrede von Geburtswehen gesprochen, ja? Das alles ist der Anfang der Wehen. 1. Thessalonicher 5, Paulus hat davon gesprochen. Denn wenn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz, ein schwangeres Weib und werden nicht entfliehen. Paulus spricht auch in der letzten Zeit von Wehen und eine schwangere Frau nicht entfliehen. Wisst ihr, wen er hier meint? Jerusalem. Aus dem Zusammenhang des Alten Testaments. Mit dem Gedanken müsste man 1. Thessalonicher 5 nochmal lesen. Was schreibt hier Paulus eigentlich? Ich will euch nur zeigen, dass dieser Gedanke von Schwangerschaft, von Wehen und von Geburt, dass wir das auch immer wieder auch im Neuen Testament kennen. 1. Korinther 15, das ist ein interessanter Vers. Paulus sagt, als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Merkt ihr das? Altes Testament, immer am Wort Gottes. Ja? Nichts im Kopf, nichts im Bauch dazu tun. Am Wort Gottes. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, am letzten nach allen, ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Die Theologen rätseln über den Begriff.
Die Theologen sagen, Paulus hat sich als Missgeburt verstanden. Theologische Aussage, darf man gar nicht sagen. Paulus war der große Völkerapostel, der hat sich doch nicht als Missgeburt verstanden. Weil Paulus angeblich den richtigen Aposteln sich nachgestellt fühlte, ja, weil er Jesus nicht zu Lebzeiten gesehen hätte. Das sind so Erklärungen, die er findet. Ich will euch nicht durcheinander machen. Aber so versucht man als Theologe mit so einer Bibelstelle umzugehen. Was sagt denn hier Paulus? Paulus sagt, am letzten von allen ist er auch von mir gesehen worden als einer unzeitigen Geburt. Eigentlich müsste man sagen, als einer Frühgeburt. Ja, aber Paulus hat ihn doch als Letzten gesehen von allen. Wieso ist er denn eine Frühgeburt? Ja? Ja? Weil die Pfingsten war schon. Super. Weil Pfingsten schon war. Paulus ist zur falschen Zeit geboren worden. Warum falsche Zeit? Ja, ja, also er formuliert es so. Warum? Weil Paulus wusste, dass der Zeitpunkt der Verheißung für Wiedergeburt in Jerusalem zu Pfingsten war. Und er kam aber später erst zum Glauben. Erst auf dem Weg nach Damaskus. Ja? Das heißt, Paulus wusste, was im Alten Testament, Paulus wusste mehr als Nikodemus. Ihr wisst jetzt auch mehr als Nikodemus. Ja? Wenn Jesus zu euch sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, dann sagen wir ja. Und dann sagt Jesus, woher wisst ihr das denn? Dann sagen wir aus dem Alten Testament. Ja? Jesus sagt, ihr braucht Golgatha, zum Heil zu finden. Dann sagen wir ja. Dann sagt Jesus, woher wisst ihr das denn? Dann sagen wir aus dem Alten Testament und auch aus dem Neuen Testament. Und wir danken dir dafür, dass du auf Golgatha für uns gestorben bist. Ja? So ist unser Glaube. Und das ist jetzt eine Stelle, wo der Paulus wusste von der Verheißung zu Pfingsten vor 2000 Jahren und er wusste, dass Jerusalem in der Endzeit nochmal wiedergeboren wird. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, haben wir jetzt nicht die Zeit für. Und er kam zwischendrin zur Wiedergeburt, ja? Weil bei dem Zeitpunkt war er noch Jude und in der Endzeit, wenn das passieren wird, da wird er schon beim Herrn sein. Ja? Das ist das, was Paulus schreibt. Und es ist so wunderschön zu sehen, wie das plötzlich so zusammenpasst und wie wir das verstehen können, dass Gottes Wort in dieser Tiefe so vor uns auftaucht. Wir dürfen also Folgendes festhalten. An vielen Stellen im Alten Testament finden wir prophetische Aussagen dazu, dass Jerusalem durch ein ausländisches Heer angegriffen wird und so in Angst und Schrecken in Geburtswehen kommt, zum Beispiel Jeremia 4, Jeremia 6, Jeremia 30, Micha 4, Micha 5, in den Psalmen, in 2. Könige 19 und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Jesaja 7, Vers 14, Jesaja 8, Jesaja 9, Jesaja 11, Jesaja 66, noch mehr. Versteht ihr das? Wir haben so viele Stellen über die Wiedergeburt im Alten Testament, wie wir Stellen über Golgatha im Alten Testament haben. Wie kann das sein, dass wir das nicht wissen? Was ist denn los mit uns? Wir sind doch wiedergeboren, wir haben doch Gottes Wort lieb. Ich tadel ein bisschen, nehmt mir das nicht übel. Ja? Ich frage mich selber ja da auch nach. Ja? Aber versteht ihr, wir haben also im Alten Testament prophetische Aussagen, dass Jerusalem, der schon ein ausländisches Heer angegriffen wird und in Angst und Schrecken oder in Geburtswehen kommt oder dass die Bewohner Jerusalems während der Belagerung mit Frauen in Kindsnöten verglichen werden. Das ist doch absurd, ja? Da muss man doch stolpern über so ein Bibelstück. Muss man sagen, was lese ich denn überhaupt hier? Oder dass Jerusalem gebären soll und auch gebären wird. Micha 4 und 5. Alle diese Stellen sprechen von einer besonderen Art der Geburt, nämlich von der Wiedergeburt der Stadt Jerusalems. Diese Wiedergeburt war zunächst allein der Stadt Jerusalem, der Tochter Zion, vorbehalten. Und für die galt es auch. Aber weil Jerusalem seinen König verworfen hat, geht der König an die Hecken und Zäune, sogar zu uns, und bietet uns die Wiedergeburt an. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist unfassbar, was Gott tut. Die Wiedergeburt war allein der Königsstadt Jesu, allein Jerusalem vorbehalten und verheißen. Und als sie ihren König töten, geht Jesus in alle Welt und jeder, der seine Knie vor ihm beugt, darf zu ihm gehören. Da fehlen mir die Worte für, ja? Da fehlen mir die Worte für. Das heißt Wiedergeburt. Das bietet Gott uns an und sagt, das lohnt sich, wenn wir vom Lohnen sprechen wollen. Das hat Gott uns geschenkt in Christus. Das ist unglaublich. Aber am Ende geht das Evangelium wieder nach Hause, da wo es herkommt, nach Jerusalem. Und die Stadt wird nochmal Wiedergeburt erleben in ihren Mauern. Ja? Und dann ist die Gemeinde voll. Vollständig.
ein Ölbaum, Jerusalem vor 2000 Jahren, ein Leuchter, die Nationen, die das Evangelium als Licht in die Welt getragen haben, und am Ende wieder ein Ölbaum. Kennt ihr das? Ihr kennt euch aus, ich weiß es. Sachaja, Nachtgesicht, was sehe ich? Weißt du nicht, was es ist, sagt der Engel. Bist du ein Lehrer in Israel? Weißt das nicht, sagt Jesus. Du siehst die Gemeinde Jesu. Die besteht aus Ölbaum, Leuchter, Ölbaum. Woraus? Aus dem Wiedergeborenen in Jerusalem vor 2000 Jahren, aus der Nationengemeinde und am Ende wieder aus Jerusalem. Und dann ist die Gemeinde voll. Mehr sage ich da euch nicht, oder? Ja, mehr habe ich euch nicht gesagt. Ich habe gesagt, Jerusalem ist schon mal wiedergeboren worden ohne Wehen und Jerusalem wird wiedergeboren werden mit Wehen, sagt ja Jesus auch. Also Ölbaum und Ölbaum dazwischen, da sind wir, Leuchter. Und dann ist die Gemeinde vollständig. Ja? Die Wiedergeburt war zunächst allein der Stadt Jerusalem, der Tochter Zion, vorbehalten und verheißen. Nach Jesu Auferstehung gilt diese Verheißung nun auch uns. Ist das nicht schön? Ha, da kann man doch anbeten drüber, oder? Da braucht man keine Musik zum Anbeten. Ja? Da braucht man Jesus. Ja? Das hat Paulus als Völkerapostel verstanden und als sein Evangelium den Heiden gepredigt. Ja? Er sagt, das ist mein Evangelium. Wenn Jerusalem aber Geburt und Wiedergeburt verheißen hat, wann hat Jerusalem Geburt erlebt? Das habe ich mit euch schon gemacht. Mündlich, ich möchte hier schließen. Wie lange haben wir jetzt hinter uns? Seid ihr noch fit? Aber wann haben wir denn angefangen? Ich will euch nicht zu sehr überlassen. Bitte? Viertel nach, dann haben wir... Wie lange? Viertel nach drei haben wir angefangen. Viertel nach vier Stunden. Also wenn ihr Zeit habt, gehen wir noch ein bisschen durch, ja? Also ihr, nicht, dass mir einer vom Söller fällt, ja? Ich will euch nicht über anstrengen. Aber ich finde es so spannend, was da passiert. Merkt ihr, die Bibel bewegt sich. Wisst ihr, und wir... Ja? Ja? Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber... Ja. Siebte Kapitel, also ja. Jungfrau. Ja. Also wir verstehen das ja hier auch Geburt Jesu irgendwo. Ja. Und du hast das jetzt aber auch auf diese... Gut. Okay. Gut. Also Jesaja 7, Vers 14 verstehen wir alle auf Jesus. Der Emmanuel. Er ist der Emmanuel. Wir singen auch Lieder davon. Gott ist mit uns in Christus. Ja. Super, Dankeschön. Das ist zweierlei und in zweierlei einerlei. Christus und die Gemeinde ist eins, sagt Paulus, ein Leib. Der Emmanuel, der hier beschrieben wird, ist Gemeinde Jesu und gleichzeitig Christus. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Also passt auf. Die Verheißung in Jesaja 7, Vers 14 ist, oder in Jesaja 7, ist mehr als nur Vers 14. Ja, wir lesen das mal. Ja? Jesaja 7, Vers 14. Oder ich lese mal ab Vers 10, da haben wir einen Zusammenhang. Aber ich lese bis zum Schluss von Kapitel 7. Weil das ist alles, das gehört zusammen, das brauchen wir. Ja? Jesaja 7, Vers 10. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Es sei unten in der Hölle oder droben in der Höhe. Merkt ihr, das ist so wichtig, was hier beschrieben wird. Ihr wisst jetzt warum, ja? Weil das ein programmatische Ankündigung ist für die Endzeit, die Wiedergeburt Jerusalems. Deswegen sagt Gott hier, du darfst dir jedes Zeichen wünschen, ja? Was auch immer du willst. Aber Ahaz sprach, ich will es nicht fordern, dass ich den Herrn nicht versuche. Da sprach er, wohlan, so hört ihr vom Haus David. Ist's euch zu wenig, dass ihr die Leute beleidigt? Ihr müsst auch meinen Gott beleidigen. Ja? Oder Elberfelder steht, langweilen. Ja? Gott ist wirklich ärgerlich über Ahas. Darum, so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, wann er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. Bis hierher mal. Das Zeichen ist, dass eine Jungfrau schwanger wird und einen Sohn gebiert und dessen Name ist Immanuel. Dieser Sohn, den sie gebiert, muss erst lernen, Gutes und Böses zu unterscheiden. Musste das Jesus auch? Nein.
Dieser Sohn wird Butter und Honig essen, bis er weiß, Gutes und Böses zu verwerfen. Warum? Weil das Land hier zu der Zeit, 733 vor Christus, so entvölkert war durch Kriege, die damals stattfanden, dass jeder Bauer so viel Ziegen hatte und so viel Honig essen konnte, wie er wollte. Der hatte über die Maßen viel Milch. Da konnte sogar Butter, für uns ist heute Butter auf dem Brot, ist ja nichts Luxuriöses für uns, aber damals war es das schon. Ja? Das heißt, das Land wird so entvölkert sein, und das seht ihr zum Beispiel auch in Kapitel 8 nochmal von dem Immanuel und auch Kapitel 7, Vers 22, lesen wir auch gleich nochmal. Das Land war so entvölkert, dass die Butter und Honig im Überfluss hatten. War das Land Israel zur Zeit Jesu entvölkert? Nein. Dann steht hier, dass ehe der Knabe lernt, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen, Vers 16, wird das Land, vor deren beiden Königen dir Ahas graut, verödet sein. Wurden zur Geburtszeit Jesu Ephraim und Syrien zerstört? Nein. Warum? Die gab es nicht, da gab es nur Römisches Reich. Passt dann diese Vorhersage hier auf die Zeit Jesu? Eigentlich nicht. Ja? Ich komme aber gleich nochmal darauf zurück. Sie passt doch auf Jesus. Matthäus sagt das nämlich, weil sie auf Maria passt. Ja? Ich will euch nur zeigen, die ganze Prophetie, die wir hier haben, passt nicht auf die Zeit Jesu. Auf welche Zeit passt sie denn? Auf die Endzeit. Warum? Weil dann Syrien wieder da ist, weil dann Israel zerbrochen ist und Ephraim und Juda existiert. Habe ich eben kurz gesprochen von, ja? Weil dann auch Assyrien wieder da ist, das ist der heutige Iran, weil auch Ägypten wieder existiert. Israel ist ungefähr 70 Jahre alt, 73, 74 Jahre. Ja? So alt ist auch Ägypten. Ägypten ist eigentlich Jahrtausende alt, aber der heutige Staat, so wie er heute da ist, die Ägyptische Republik, ist genauso alt wie Israel. Syrien genauso alt wie Israel. Türkei genauso alt wie Israel. Irak genauso alt wie Israel. Versteht ihr das? Das heißt, wir leben heute in einer Zeit, wo die politischen Strukturen so sind wie zur Zeit von Jesaja 7, mit einer Ausnahme. Israel ist noch nicht auseinandergebrochen in Ephraim und Juda. Aber wenn der Netanjahu im Herbst gewählt wird, dann sagen die Verrückten da im Norden Israels, das ist eine ziemlich verkommene Situation da in Israel, wir wollen mit dem Süden nicht mehr. Nur mal als Gedanke. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber dass es ein bisschen plastisch ist für euch. Und dann sagt der Norden, wir machen unser eigenes Ding. Können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Der Norden Israels ist sehr reich. Microsoft ist da, Apple ist da. Ich hatte einen Kunden, das war ein junger Mann, 30 Jahre, war Milliardär. Der war vom Militär gekommen und hat Computerspiele programmiert. Viele, die vom Militär kommen, gehen nachher in die Softwarebranche in Israel. Milliardär, hochvermögender Mann. Der Norden Israels ist sehr reich und sehr verkommen. Also diese Sachen, die wir in Los Angeles auf den Straßen sehen, die ich jetzt mit Namen nennen will, die zweitgrößte Stadt, die solche Sachen macht, ist Tel Aviv in der Welt. Ja? Die jungen Frauen finden in Israel keine Männer mehr, weil die Männer andere Vorlieben haben. Ich umschreibe das ein bisschen. So verkommen ist der Norden. So verkommen war der damals auch. Aber wirtschaftlich stark, so war es damals auch. Der Süden, Juda, war immer ein bisschen ärmlicher, so wie heute auch. Die leben vom Tourismus, aber da ist keine Softwarebranche, nichts. Die leben von den Leuten, die halt nach Jerusalem kommen. Aber so wie die orthodoxen Juden nun halt auch mal sind, aber sie halten sich irgendwie an Gottes Wort. Und sie lernen dieses Wort auswendig. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn die zur Wiedergeburt kommen? Was bei denen im Kopf abgeht, wie die ganzen Bibelverse, die sind von Gottes Geist erfüllt. Und das in Verbindung mit Gottes Wort, in der Kenntnis, wie wir sie nicht wissen. Ja? Das macht nur noch, also die werden. Trotzdem müssen die lernen, Gutes und Böses zu unterscheiden. Ja? Diese Vorhersage von Jesaja 7, die gilt für die letzte Zeit. Aber die hatte eine Vorerfüllung, wann denn? Als die Jungfrau Maria Jesus gebar. Ja? Das heißt, diese Jesaja 7-Stelle zielt auf die Jungfrauengeburt Marias, auf die Jungfrauengeburt Jerusalems zu Pfingsten und auf die Endzeit, wenn Jerusalem nochmal gebären wird. Und alles das geht ineinander. Ja? Du hast eben gesagt, zwei? Ja, genau, zwei in eins. Gemeinde Jesu und Jesus sind eins. Und wir sehen jetzt in diesem prophetischen Text in Jesaja 7 das, was Paulus sagt in
im Neuen Testament. Er das Haupt und wir die Glieder. Ja? In Christus sein, mit Christus vereint sein. Immanuel ist Christus, geboren von der Jungfrau Maria, und die Gemeinde Jesu, geboren von der Jungfrau Zion. Alles Immanuel. Versteht ihr das? Das ist kompliziert, wir müssen uns mehr Zeit nehmen dafür, aber nur mal als Gedanken. Ja? Ja? Der geboren wird dann für die Israeliten, dann halt die Juden sind, die sich dann wieder geboren werden. Ja, ja, die Frage war, ob ich der Meinung bin, dass der Immanuel, der geboren wird, die Israeliten sind, die dann wiedergeboren werden. Ja, ja, genau der Meinung bin ich. Ja? Und trotzdem sagt Matthäus, das alles ist geschehen, dass in Erfüllung gehe das, was der Prophet sagt, siehe, eine Jungfrau wird schwanger und einen Sohn gebären. Und Matthäus deutet das auf Maria, die Jesus gebiert. Ja? Er sagt eigentlich, alles das, was in Jesaja steht, ist eine Vorhersage, und das alles ist geschehen mit Maria, die als Jungfrau Jesus geboren hat. Das heißt, Jesaja schaut zu Maria, die Jesus gebiert, zu Zion, die Gemeinde Jesu gebiert, und zu Zion der Enzer, die Wiedergemeinde. Und alles ist Immanuel in Christus. Alles in dieser Verheißung drin. Immanuel heißt ja Gott mit uns, oder? Gott mit uns, ja, Gott mit uns. Und dieser wiedergeborene Überrest in der Endzeit, die werden sagen, Gott ist mit uns in Christus, ja. Ich will da aber nicht zu viel machen, einfach, dass ihr den Gedanken ein bisschen nachvollzieht. Was haben wir jetzt gemacht? Also wir haben eigentlich gar nichts Schlimmes gemacht, wir haben nur Johannes 3 gelesen. Ja, wir haben auch nichts groß Prophetisches machen wollen. Wir haben über heilsnotwendige Dinge gesprochen. Ja, das darf man ja, oder? Ja, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, ja. Nee, ist gut, ja, gut. Ja, ja. 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 Und er sagt, ja, okay, also dir wird nichts passieren. Ja. Und er spricht über dieses Kind. Ja. Und solange dieses Kind wird das und das essen, also praktisch dieser Wohlstand, von dem, hier steht, also praktisch von dem, wie heißt der andere? Immanuel? Nee, von dem Pekas. Pekas mit ihrem Bäcker, mit seinem Armee wird ja nichts bleiben. Jetzt meine Frage, was meinst du? Ob hier wird auch ein Kind geboren? In Jesaja 7? Ja, richtig. Zu der Zeit damals? Weil Achas irgendwie muss das, dieses, das ist die Frage. Ich verstehe die Frage. Weil was bringt denn Pekas, Achas, wenn in 2000 Jahren oder was weiß ich, wie viele Jahre da, wird ein Kind geboren? Weil der, damit kann ich nichts anfangen. Ganz gute Frage. Ganz, ganz gute Frage. Also die Frage war, was kann Ahas mit dem Zeichen anfangen, wenn Gott ihm so ein Zeichen gibt, eine Jungfrau wird schwanger und es kommt erst Jahrhunderte später oder Jahrtausende später überhaupt? Das war doch kein Zeichen für Ahas, ja? Ganz, ganz gute Frage. Es war kein Zeichen für Ahas. Warum nicht? Weil ein Gott, bitte? Er wollte keins. Ahas war ein gottloser Mann. Gott gibt ihm ein Zeichen, das Ahas nicht verstehen kann und auch nicht verstehen soll. Ja? Er soll gar nicht mehr. Ahas ist dahingegeben. Ja, das ist ein Zeichen an ihn, dass er nicht versteht und auch gar nicht verstehen soll, weil er sagt, ich will kein Zeichen, er traut sich auch nicht, er war ein gottloser Mann. Und deswegen gibt Gott ihm ein Zeichen, was für ihn unverständlich ist. Ja? Aber der wiedergeborene Überrest in der Endzeit in Jerusalem, also ich rede mal im Bild. Stellt euch vor, der Netanjahu will im Herbst wieder zur Wahl antreten. Ja? Ein Großteil der Israelis will den nicht. Die Koalition, die jetzt dort gescheitert ist, die ist ja nur zusammengekommen, weil eine Sache sie eint. Sie sind gegen den Netanjahu gewesen. Ja? Alles andere war Chaos. Ja? Die Christen in Israel sind sehr froh darüber, weil die sagen, unter den Liberalen dürfen auch Leute auf die Straße sich zeigen, die früher nur im Keller sich so verkleiden durften. Ja? Wie die jetzt sich auf der Straße zeigen, ich umschreibe das ein bisschen. So verrückte Leute dürfen frei sein, und sogar die Christen lassen sie jetzt frei. Das heißt, für die messianische Gemeinde
für die Christen in Israel ist die liberale Zeit gut, weil unter Netanjahu hatten die Rabbiner die Oberaufsicht über das Innenministerium und die haben den Christen das Leben schwer gemacht. Für die Christen haben gesagt, während der Zeit, wo der Bennett Ministerpräsident ist, haben wir die Zeit, das Evangelium zu verbreiten. Ja, die mögen den Netanjahu nicht, weil der gibt das Innenministerium wieder den Rabbinern und die Rabbiner sind erbitterte Feinde der Christen, weil denen die Fälle davon schwimmen. Ja, weil in Israel die Juden zu Scharen Christen werden. Ja, die verbieten schon Jesaja 53 in der Synagoge zu lesen. Das ist ganz gravierend, weil die merken, dass das Judentum zu viele ihrer Meinung nach Menschen an diesen Jesus verliert. Ja? Aber angenommen, der Netanjahu wird gewählt. Vielleicht nicht im ersten Wahlgang, vielleicht dauert das wieder 2, 3, 4 Wahlgänge. Und dann sagt der Norden irgendwann, wir wollten sowieso nicht mehr mit dem. Außerdem verdienen wir hier das Geld und wir machen jetzt unser eigenes Ding. Wir trennen uns vom Süden. Unvorstellbar für die Zionisten. Unvorstellbar für die evangelikale Welt. Unvorstellbar für die evangelikalen Amerikaner, dass Israel zerbrechen würde. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit. Zacharja, Joel sprechen davon, Israel wird zerbrechen in der letzten Zeit. Ja? Zacharja sagt, sie werden sehen, den, in den sie gestochen haben. Ja? Wer wird ihn sehen? Das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Ach so, nicht ganz Israel? Nein. Wird nur das Haus David und die Bürger Jerusalems den Gekreuzigten sehen? Ja. Naja, das sage ich ja auch. Wiedergeburt Jerusalems. Ja? Das bedeutet aber auch, dass Jerusalem in der Endzeit auseinanderbricht und wenn ihr euch, dass Israel in der Endzeit auseinanderbricht und wenn ihr euch daran erinnert, unter Rehabeam und Jerobeam, die Nachkommen Salomos, da ist das Nordreich vom Südreich abgespalten worden. Warum? Wegen Steuern. Ja? Es ging um Schekel. Warum sollten die heute nicht sagen, wir zahlen zu viel Steuern an euch da unten in Jerusalem? Das war ja damals wahrscheinlich auch nur ein Vorwand, ich weiß es nicht genau. Ja? Aber warum Israel auseinanderbricht, sagt die Bibel auch nicht. Aber die Propheten Zacharja, Joel, Micha und so weiter setzen das für die Endzeit voraus. Dann hätten wir exakt die Situation, die wir zur Zeit von Jesaja 7 hatten, dass es nämlich einen Norden Israels und einen Süden gibt, Ephraim und Juda. So erschreckend, wie der Gedanke zunächst mal ist. Wenn der moderne Staat Israel zerbricht, wird der das im Nahen Osten nicht lange überleben, oder? Dafür ist die Umwelt zu gefährlich. Ja, auch, genau. Ja. Was wird passieren? Könnte es sein, dass es wieder einen syro-ephraimitischen Bund gibt zwischen Damaskus und Syrien? Sind so Fragen, die man vielleicht mal da hat und die man mal stellen könnte, ja? Entschuldigung, Damaskus und Syrien habe ich gesagt. Damaskus und Ephraim. Damaskus in den Norden Israels, ja? Dass die wieder in Bündnis gehen. Aber das müsste man im Detail sich anschauen. Was ich damit sagen will, ist nur, wenn der moderne Staat Israel zerbrechen würde, dann hätten wir die Situation wie in Jesaja 7, Vers 14. Dann könnte der Immanuel geboren werden, der erst noch lernen muss, Gutes und Böses zu unterscheiden. Das sind Menschen, die sind wiedergeboren, ja? Das ist der wiedergeborene Überrest in Jerusalem. Und diese Menschen kommen zum Glauben an Jesus und gehören zur Gemeinde Jesu, die zu Pfingsten anfing, deren Eckstein Christus ist, der erste Immanuel. Ja? Meinst du das jetzt mit der Offenbarung Knäblein? Welches Knäblein? Das Weib. Ach so, ja. Gut. Offenbarung 12, ja? Das Knäblein, was diese Frau da gebiert, ja? Das ist nämlich interessant, weil Jesus ja nicht von Jerusalem geboren wurde. Ja? Das geht ineinander. Christus und die Gemeinde in der Prophetie ist eins. Wir können das nicht mehr trennen. Paulus hat das verstanden und sagt, er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Wir sind ein Teil Christi. Ja? Adam sieht Eva und sagt, das ist ja Bein von meinem Bein. Christus sieht die Gemeinde und sagt, das ist ja Geist von meinem Geist. Ja? Das ist eins. Und der Immanuel, Christus und die Gemeinde in Jesaja 7 ist eins. Und wir können in der Prophetie diese paulinische Aussage finden. Das gehört zusammen. Merkt ihr, wie breit sich das plötzlich ausbreitet, dieses Johannes 3, Wiedergeburt Jerusalems?
wir haben ja nur nach Wiedergeburt im Alten Testament gesucht, oder? Und dann kommen wir in Matthäus 24, kommen wir zum Netanjahu. Also das ist doch komisch. Finde ich erstaunlich. Und dann kommen wir zu so Texten wie Jesaja 7, Vers 14. Wenn wir Jesaja 7 weiterlesen, dann steht dort, dass Assyrien ins Land bricht. Und dass Assyrien das Land Immanuels erfüllt. Ja? Dein Land, O Immanuel, steht dort. Das Land Israel. Wem gehört das Land Israel? Christus. O Immanuel, ja, da sehen wir, der Immanuel ist Christus und er ist auch die Gemeinde. Also das ist ganz erstaunlich. Also Jesaja 7 von Vers 15, Butter und Honig wird er essen, dieser Überrest, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut, Syrien und Ephraim, syro-ephraimitischer Bund. Pekach und Rezin waren die beiden. Ja? Und das kommt wieder in der Endzeit. Ja? Deswegen wird Israel zerbrechen, damit diese Situation hier entsteht, damit Jerusalem wieder angegriffen wird, damit die Tochter Zion im hohen Alter von 2000 Jahren nochmal gebiert, oder? Wir können das ja auch umdrehen. Wir können sagen, Jerusalem ist eine relativ junge Stadt, aber wir können auch sagen, Jerusalem ist auch eine alte Stadt. Nach 2000 Jahren gebiert die nochmal. Ihr erstes Kind hat sie geboren, wann? Zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Ja? In der Endzeit gebiert sie nochmal und gebiert im hohen Alter von 2000 Jahren. Das glaubt niemand mehr. Aber sie gebiert im hohen Alter von 2000 Jahren nochmal einen Überrest. Erinnert euch das an was? Wer mal im hohen Alter noch ein Kind der Verheißung geboren hatte? Abraham. Na, okay, Sarah, ja? Ich wäre fast drauf reingefallen. Ja? Sind wir bei Männern, oder? Ja, genau, sind wir wieder bei den Männern. Aber exakt, ja? Also Sarah hat im hohen Alter noch ein Kind der Verheißung geboren. Ja? Und Jerusalem, Zion, wird im hohen Alter auch noch ein Kind der Verheißung gebären. Abraham hatte, wir sind Kinder Abrahams, sagt Paulus, ja? Im Glauben. Warum? Weil wir den gleichen Glauben haben wie Abraham. Was hat Abraham denn geglaubt? Abraham hat geglaubt, dass Gott den toten Isaak wieder nach der Opferung auferwecken könnte. Ja? Wir gehen darüber, um anzubeten. Und wenn wir zurückkommen, sagt er, ja, wir. Also er glaubte, dass Gott den Isaak wieder auferwecken würde. Warum? Weil Isaak der Sohn der Verheißung war. Und er sagt, wenn Gott will, dass ich ihn opfere, und da liegt die Verheißung drauf, dann muss Gott ihn wieder auferwecken. Ich habe meine Frau gefragt, Anja, was hättest du denn gemacht? Sagt sie, wieso? Ja, sag ich, wenn dir das passiert wäre wie Abraham, dann habe ich dir gesagt, also ich hätte gedacht, Gott hat seine Meinung geändert. Sie hat zu mir gesagt, ich würde Gott sagen, du hast noch nie ein Menschenopfer gefordert. Oh, sag ich, das ist gut. Meine Frau war besser als ich, ja? Sie wirft Gott vor und sagt, du hast so und so gesagt und so hast du nicht gesagt, deswegen tust. Das war gut, aber es war noch nicht gut genug. Abraham geht viel weiter. Abraham sagt, wenn der die Verheißung hat, und ich soll ihn jetzt opfern. Dann gibt es nur eine Möglichkeit, er muss wieder auferstehen. Ja? Stellt euch vor, nicht schlimm. Stellt euch vor, Abraham wäre bei der Kreuzigung Jesu dabei gewesen. War er ja nicht. Aber stellt euch vor, er wäre dabei gewesen. Die Jünger waren alle traurig, Jesus ist gestorben. Ja? Abraham hätte gesagt, Moment, dieser Jesus muss wieder auferstehen. Warum? Weil auf ihm die Verheißung liegt. Das war der Glaube Abrahams. Die Jünger haben mühsam geglaubt, als Jesus auferstanden ist. Mühsam. Ich will die Hände in die Nägelmale legen, sonst glaubt Thomas, ja, ihr kennt die Geschichte, ja, Emmaus-Jünger, brannte nicht unser Herz, aber sie haben Jesus nicht erkannt. Sie haben kaum das geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Abraham hat an die Auferstehung Isaaks geglaubt, bevor das alles geschehen ist. Versteht ihr das? Die Jünger haben an die Auferstehung Jesu erst mühsam geglaubt, nachdem er auferstanden ist und ihnen als Auferstandener erschien. Abraham hätte an die Auferstehung Jesu vor seiner Kreuzigung geglaubt. Das ist der Glaube Abrahams. Ja? Das ist ein Vater im Glauben, oder? Deswegen sind wir Abrahams Kinder, weil wir einen Auferstehungsglauben haben, wie Abraham. Ja?
Abraham hat nicht irgendwas geglaubt, er hat geglaubt, dass Gott den toten Ismael, den toten Isaak wieder auferwecken könnte nach der Opferung. Wir glauben, dass Gott den toten Jesus nach Golgatha wieder auferweckt hat. Also hatte er einen Auferstehungsglauben und wir auch. Also sind wir Kinder Abrahams. Ja? Punkt 1. Jetzt kommt Punkt 2 und dann machen wir Schluss. Abraham hatte einen doppelten Auferstehungsglauben. Bitte? Er sah und freute sich, ja. Er hat geglaubt, dass Gott den toten Leib der Sarah zum Leben erwecken könnte. Ja? Sodass Sarah noch ein Kind der Verheißung gebären würde. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich verlange das auch nicht von euch, ja? Ich glaube, dass Gott den toten Leib der Tochter Zion nach 2000 Jahren noch einmal auferwecken wird, dass die Tochter Zion im hohen Alter noch ein Kind der Verheißung, einen Überrest gebären wird, dann habe ich auch einen doppelten Auferstehungsglauben. Ja? Denn ich glaube an die Auferstehung Christi und so wie Abraham glaubte, dass Sarah, die weit über ihr Alter war, noch mal gebären würde, so glaube ich, dass Zion, die Stadt, die weit über ihr Alter ist, noch einmal gebären wird. Deswegen ist mir die Wiedergeburt Jerusalems so wichtig. Versteht ihr, wo das überall reingeht? Das ist ein Feuerwerk, was da passiert in der Schrift. Das ist ein Feuerwerk. Und die ganze Schöpfung liegt in Wehen. Ja? Und sie wird frei werden zu der, wie sagt Paulus, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. In Christus. Alles in ihm.